Hi ho Leute, ich begrüße euch wieder zu Civilization 5. Viel Zeit ist seit dem letzten Mal vergangen, seit ich zum Aufnehmen gekommen bin. Und ich hatte auch recht langen Vorrat. Und ich habe viele Tipps von euch bekommen, schon mal danke dafür. Ein bisschen was ist mir jetzt von alleine aufgefallen. Ich möchte hier jetzt als erstes ein Gerichtsgebäude aufgeben, einfach weil wir das für die Beliebtheit brauchen werden. Denn da kommen wir sonst nicht weiter. Ansonsten kann ich momentan recht wenig machen. Ich habe hier noch meine Krieger überall stehen. Und werde zusehen, dass ich ihn da noch ein bisschen weiter behaken kann, denn seine Krieger sind nun mal nicht besonders gut. An die eine Stadt, die wir تعالى erfunden haben. دعنا نتاجر Oh, Forschungsaufkommen, ja, das nehmen wir gerne an. حسن Kostet zwar gut Geld, hilft uns damit aber auch weiter. Das ist immer der Renaissance, aha. Er ist da immer noch dabei, auf uns zu schießen. Das sollten wir vielleicht erst einmal loswerden. Man kann die Stadt da drauf halten. Ja, die Pikeniere brauchen da nicht angreifen, aber Einheitenbeförderung, mögliche Vorteilung, Sperrfeuer. Jetzt erstmal unwegsames Gelände, wobei Heilung auch durchaus interessant gewesen wäre. Für euch hole ich mir die Heilung einfach, weil ihr schon so angeschlagen seid. Und geht dann mal dorthin und ihr dorthin auf die Hügel. Torwunder entdeckt. Sehr schön, gibt ein bisschen Zufriedenheit. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier? Nee, wir wollen eigentlich schon da drüber. Da heilen wir uns so lange mal. Da ist noch ein Bautrupp. Straße nach Modus ginge ich hier. Oder wir könnten mal dorthin. Auch nicht. Mir wurde aber gesagt, ich kann hier Modernisierung bauen, automatisieren. Ich glaube, das lasse ich die einfach mal machen. Renaissance und das, ja. Währenddessen den Überblick über den Rest behalten. Wie gesagt, lange her, dass ich gespielt habe hier. Zuletzt habe ich dann noch mit meiner Freundin im Einzelspieler gespielt, dementsprechend, also das heißt immer ein Spiel am Hotseat und dementsprechend kaum noch eine Ahnung, was ich eigentlich gebaut hatte. Wie es hier lief. Ich weiß noch, dass wir in diesem Krieg da oben waren. Was für mich gerade interessante Erfahrung darstellt. Ich weiß auch noch nicht ganz, ob ich dieses Let's Play hier gerade voll durchziehen werde. Das hat schon in den Kommentaren schon Diskussionen gehabt, wie viel Parts hier wohl theoretisch gesehen notwendig wären. Das Problem ist, am 3.9. Kommt ja Rome 2 raus, worauf ich mich unheimlich freue und wo das hier ja nur als Zwischenprojekt geplant war. Und dementsprechend bin ich da nicht 100% überzeugt von. Nein, du sollst ja echt auf den Schießmodus gehen. Vor allen Dingen, weil es jetzt ja nicht weltbewegend gut läuft. Also von den Punkten her. Ich glaube, hier lasse ich auch einfach mal automatisieren. Ich will mich da nicht mehr mit allem immer rumschlagen müssen. So, währenddessen, wir könnten hier den Bautrupp oder wir könnten hier die angreifen. Auf jeden Fall dürft ihr schon mal dorthin zum Aussteigen, wenn ihr wieder auf Land seid. Das ist die sicherere Wahl. Dann greifen wir hier mal seine Bogenschützen an. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ansatzweise ein bisschen kompetent ist von ihm. Die Alternative wäre, ich würde das Ganze hier pausieren, bis Rome, wenn Rome da ist. Da wäre ich aber auch nicht so überzeugt von. Das muss ich mir noch überlegen. Und ich will Rome eigentlich schon recht früh rausbringen, weil ich mich da unheimlich drauf freue. Das gibt Zufriedenheit. Zufriedenheit ist ein Problem bisher. Das klingt gleich nach dem Plan. Das muss ich mir noch mal nehmen. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal heute ein paar Völkchen gemütlich aufnehmen. Also hat nichts mit Völkern zu tun, sondern geht um Folgen, die ich aufnehmen kann. Ja, da, er hat neue Schwertkämpfer, okay. Er hat hier ein Haupt, also das sind nur normale Krieger, okay. Ich dachte gerade schon, er hätte da Bautruppen. Auf jeden Fall kriegen seine Krieger durch den Angriff gut einen mit auf den Deckel. Er hat ja nochmal Bogenschütze, also er hat schon gut was, das muss man ihm ja lassen. Gehen wir erstmal auf die auf dem Schiff, die dürfen leicht zu treffen sein. Dann, wie sehen die Möglichkeiten hier aus? Nee. Dann erstmal so. Neues große Persönlichkeit geworden. Cool.
Da sind vor allen Dingen noch Pikiniere. Da hat er jetzt die Pikiniere da oben noch ausgewählt, glaube ich. Sargon. Der kann, hat verschiedene Möglichkeiten. Soweit ich weiß, eine Zitadelle bauen. Was macht das? Verteidigungsstärke. Nee, was ist das denn für einer? Ist das, ach, ist das ein großer General oder sowas, oder? Große Generäle, ja. Was haben die denn für Möglichkeiten? Ja, die sich hier befindet irgendwie. Ja, Verteidigung ist jetzt aber nicht so interessant. Okay, das heißt, eigentlich möchte ich den gerne schon irgendwie nach vorne bekommen, wenn er einen Kampfbonus verleiht, weil eine Zitadelle will ich da jetzt nicht bauen. So, ihr habt hier geringe Möglichkeiten. Vor allem, weil wir bei uns so unzufrieden sind, kriegen unsere Truppen Abzüge dadurch. Ich möchte hier gerne zumindest dahin. Das nehmen, dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Schaden und riskieren, dass wir den Trupp verlieren. Haben dafür aber den Hügelbonus wieder und wir nehmen das Katapult, weil dorthin können dann da an Land gehen. Aha. Jetzt Freunde, sehr schön. Großer General ist aber irgendwie der, der mich am wenigsten interessiert, eigentlich, muss ich zugeben. Wie sieht es mit Spionage aus? Aha. In 6 Runden. Okay, dauert also noch. Die heilen sich. Kluge Jungs. Einheitenbeförderung. Pikiniere. Ich glaube, wir nehmen einfach diese... Ich hätte auch Lust auf den Sanitäter. Wir nehmen die Sanitäter. Und heilen uns dort dann erstmal. Und was war das denn? Ach, das war der große Prophet, nicht wahr? Mit dem ich auf dem Weg hierhin war. Oh, da ist ein Bogenschütze, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und hier ist er. Er kommt bis dahin immerhin. Und uns fehlt irgendwo eine Produktion. Dort oben fehlt eine Bibliothek oder Stallung. Bibliothek wäre auf jeden Fall für Forschung gut, wo uns noch einiges fehlt. Stallungen. Was haben wir denn hier an Vieh? 1, 2 vielleicht. Ich weiß nicht ganz, ob der hier dazugehört. Ich glaube, der gehört eher zu Dublin. Ich glaube, ich möchte eigentlich erstmal sowas dazwischen schieben. So, Einheiten benötigen Befehle. Ihr geht mal dorthin. Dann könnt ihr nämlich hier mal hinterher und bald irgendwo angreifen. Und ihr geht hier schon mal an Land. Dann haben wir euch nämlich auch wieder zur Verfügung. So. Achso, das ist... Ah, du kannst noch einen weiter, okay. Oder kannst diese oder nicht noch einen weiter, weil da was steht, ist auch in Ordnung. Streitwagenbogenschütze, wo kommt der denn her? Mit denen denn aufgetrieben? Hier wartet auch noch eine Runde. Wenn ihr euch nicht wirklich heilen müsst, dann der nächste Runde. Schauen wir, was da kommt, weil ich möchte ihn ja schon irgendwie weiter bedrohen, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Weitere Ram von Alexander erbaut. Kannst du der Renaissance entgegnen in der Nähe? Die ersetzt uns dann mal ganz schön zu. Die werden wir jetzt wahrscheinlich verlieren, denke ich mal, wenn die Krieger da noch angreifen. Nee. Oh, Quebec, ja. Interessant. Du kannst weiter. Oh, Spione geklaut. Okay, sollte ich die vielleicht unter uns zur Verteidigung einsetzen. Krieger dort oder Krieger dort? Wir gehen mal erstmal auf die, weil die können direkt kämpfen. Ihr geht auf jeden Fall auf Verteidigung. Du baust dich vorbei. Nee. Du heilst dich erstmal. So, großer Prophet geht weiter. Ihr kommt hier an Land, dann könnt ihr bald was machen.
Jetzt habe ich die Krieger schon weggehauen. Dann haben wir halt die, auf die hier noch drauf. Und ihr heilt euch ja noch weiter. Das ist auch gut so. Er kriegt, glaube ich, er ist in unserem Land und er kriegt nochmal 5 Bonus von dem Sanitäter hier. Dem Sanitöter. Das ist die Frage, wie viel Schaden hat er gemacht? Um 20 direkt wieder. Das ist ärgerlich. Dann dürften wir da jetzt dran sterben. Ne, wir leben noch. Wow, krass. Adventer wird angegriffen. Das ist aber nicht für uns relevant, glaube ich. Oh, großer Prophet. Das ist cool. Adventer ist da hinten, ja. Großer Prophet. Deine Möglichkeiten. Religion verbreiten. Das hilft mir nicht so viel. Ich könnte hier unten noch so ein Religionsgebäude bauen. Weil wir es können. Und du kannst schon mal deinen Bewegungsbefehl bis dahin bekommen. Eine Einheit hat genug Fang schon für uns sehr schön. Genauigkeit, oder? Nehmen wir jetzt mal das. Ich glaube, das zählt mit Hügeln auch wohl. Und hier rücken wir mal vor, dass wir dann gleich die das Feuer eröffnen können. Wir gehen jetzt schon mal weiter. Da kommen wir hinterher. So, dass wir natürlich die Angriffe wurden. Wenn einer gewünscht Befehle. Was haben wir denn da noch? Ach so. Naja, das hilft mir nicht so viel. Das lassen wir mal ruhig. Du gehst zum Heilen verschanzen. Und du darfst schon mal bis dahin irgendwo. Oh, bis dahin, wenn dir das beliebte Gefahren. Geld durch Plünderung ist natürlich auch nett. So, wie viel Schaden er macht. Ja, jetzt hat er die Einheit vernichtet. Schade, aber auch. Und er hat dadurch auch sich direkt befördert bekommen. Aber dafür steht er jetzt ungünstig. Und wir haben Machu Picchu gebaut. Sehr schön. So, hier. Das geht erstmal auf die direkt. Fernkampfangriff auf die direkt. Und nochmal Fernkampf. Also leider habe ich, glaube ich, noch nicht die Erforschung, um die hier in Ritter umzuwandeln. Das sollte ich vielleicht gleich mal schauen, solange sie noch bei mir sind. Und ihr dürft die vernichten. Das ist doch gut gelaufen. Und das hat eine Produktion. Ja, hier unten haben wir das natürlich fertig gebaut. Das können wir momentan nicht bauen. Nee, ich hätte gerne was für Beliebtheit. Kolosseum zum Beispiel. Weil die ist immer noch ziemlich schlecht. Produktion wäre in Cardiff. Stimmt, da hatten wir das dazwischen geschoben. Wir haben hier dieses Monument gebaut. Ich glaube, auch hier möchte ich aufs Kolosseum gehen, auch wenn das lange dauert. Einfach weil wir die Beliebtheit momentan wirklich brauchen. Genau, und du kannst hier die heilige Stätte bauen, Kultur, Geldkultur und Glauben an dem Punkt. Das macht das Ding auf einmal so Busaka. Warum wird mir... Achso, Verwaltung von Bürgern, genau. Warum wird das hier nicht mit benutzt? Wahrscheinlich, weil wir auf Produktionsfokus sind. Standardfokus wird das mitgenommen. Das nehmen wir, glaube ich, auch einfach, weil wir dann hier unheimlich viel Glauben produzieren. 126, das ist schon... Wegen Tourismus muss ich nochmal schauen. Da wurden mir auch schon reichlich Tipp gegeben. Wahrscheinlich Tipps gegeben, was ich da quasi wie kombinieren kann. Aber was ich da brauche, um damit gewinnen zu können. Mal sehen, ob ich das dann umsetzen kann. Ein Punktsieg wird nämlich gegen Kamehameha recht schwierig. Und mir wurde auch gesagt, der wird wirklich so ausgesprochen, auch wenn das total Banane klingt. Und zwar seit einem immer sofort an Dragon Ball Z erinnert. Ach, die haben die Stadt angegriffen. Aha. Wir verlieren die Kontrolle über Kuala Lumpur. Ja, ist okay. Großer Schriftsteller. Das ist interessant.
Man könnte theoretisch man könnte Kultur dadurch erschlagen. Wir bräuchten echt Platz für. Ja, das sind Platz für Spezialisten. Das möchte ich echt gar nicht. Ich möchte gerne. Weil Fokus auf große Persönlichkeiten wäre auch lustig, aber hilft uns halt nicht so weiter. Das Problem ist, dass ich da überall keine Kunstwerke mehr mit reinbekomme, hier in der Nähe. Habe ich hier noch Platz für Kunstwerke? Nein. Da ist recht nicht. Das heißt, wir werden hier erstmal die Liste angehen und werden dann nur was dazufügen müssen, um überhaupt sowas bauen zu können. Ja, genau das brauchen wir dann. Tattoo-Werke, solange darf er hier warten. Ich möchte ihn nicht für Kultur raushauen. Die Karawane, Heimat, nee, nicht Heimat, in dein Handeln. Pushen wir Edinburgh einfach mal mit Nahrung. Außerdem können wir hier wieder auf den schießen. Können hier ein bisschen vorangehen und uns dann noch heilen. Wir stellen euch auf jeden Fall dahinter. Die hier kann ich wohl nicht ausbauen. Schade eigentlich. Da unten hat er noch Truppen. Das war das Gebiet von Alexander. Dinge mit Religion zu kaufen. Aha. Oh, Zufriedenheit gibt es automatisch. Geil, das nehme ich. Könnten auch hier ein. Ja, Speer hilft mir nicht so wirklich. Ein bisschen nach Inquisitoren ging noch. Aber erstmal möchte ich hier die Zufriedenheit, Glauben und Tourismus auf jeden Fall haben. Also, gerade Zufriedenheit ist doch ziemlich wichtig. Das Forschungsabkommen. Brasilien und Polynesien, aha. Er bietet mir Gold dafür an. Wenn ich mir jetzt hinstelle und sage hier. Nee, das will er nicht. Ne, das lehnen wir erstmal noch ab. Ich glaube, wir haben noch genug Möglichkeiten, da mehr zu bekommen. Auch wenn er mir damit jetzt zusetzt und mir meine Nahkämpfer vernichtet. Oh, hat jetzt auch. Das sind Speerkämpfer, oder? Ja. Was? Aha. So. Du wartest auf jeden Fall noch. Und du musst dich eigentlich auch mal heilen, bevor wir damit anfangen können. Ah, jetzt habe ich schon bewegen geklickt, obwohl ich das noch gar nicht wollte. Naja. Ich wollte gerne. Peter, das war doch der Kollege hier, oder? Ja. Hola. Handel, was kann man denn noch so machen? Offene Grenzen, Continue. Verteidigungsbündnis? Nós recusamos. Deveremos prosperar através do comércio? Nee. Hast du etwas, was man in Luxusgütern handeln kann? Nicht wirklich, nee. Auf Wiedersehen, Peter. Auf Wiedersehen. Und wir könnten jetzt prinzipiell. Wir können hier Ritterlichkeit stehlen. Das ist cool. Außerdem ist unser Spion dann mal. Bewegen. Ich würde den gerne nach Edinburgh. Damit er sich da ein bisschen besser verteidigen kann. Also können wir scheinbar schon wieder Sachen per Glauben kaufen. Interessant. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wir können hier euch wahrscheinlich nächste Runde zu Rittern machen. Und wir könnten hier. Ne, das da oben hat ja schon meinen Glauben. Die Frage ist, wie viel wir dafür brauchen, damit das interessant ist. Ja, hier unten haben wir das ja überall verbreitet, so ziemlich. Sogar da oben. Ja, dann lassen wir das mit dem per Glauben kaufen, glaube ich, erstmal.
Du kannst hier rübersetzen. Ja, das nehme ich mal an. Ist die Frage, was die Mongolen so machen. Dann ziehen sich da wieder zurück. Sehr schön. Ich stimme vor allem in Kuala Lumpur. Ja, das war klar. Das war ja auch nur ein zufälliger Effekt, dadurch, dass wir da den Kollegen bekommen haben. Du wartest noch, denn wir sind hier noch beschäftigt. Produktion wählen. Wo denn? In Dublin. Fehlt mit Trier oder Galera, habe ich momentan nicht so echt Lust drauf. Na, wir nehmen mal die Bibliothek, das ist schon okay. So, euch müsste ich jetzt genau Einheit modernisieren. Kostet mich gut Geld, aber sorgt dafür, dass ich jetzt Ritter habe. Und ich aber leider diese Runde nicht mehr bewegen kann. Ich überlege gerade, ob wir uns hier nicht vielleicht doch einfach mal so einen Missionar kaufen, um damit dann da reinzuhören und zu schauen, wie es da aussieht. Oder ob wir stattdessen den Inquisitor nehmen. Ja, der Missionar hat mehr Bewegung. Eine Einheit benötigt Befehle. Du wartest dort. Denn momentan sind wir da nicht mehr so mächtig, wie ich es gerne hätte. So, du gehst mal darüber. Kannst du nämlich bald dort anfangen zu arbeiten. Du musst noch ein bisschen warten. Und du kommst mal hier an Land. Hallo. Willst du hier wohl irgendwie anlanden? Ja, ziehen wir dich jetzt erstmal hier unten rum. Mehr Truppen kann ich mir jetzt leider nicht per Geld holen. Mein Geldzuwachs ist zwar nett, aber nicht so stark, wie ich es gerne bräuchte. Ja, ich kann nicht an Land gehen, weil er jetzt natürlich der Missionar stetig hält. Hätte ich auch dran denken können. So, du darfst noch warten. Bevor wir dich machen, machen wir erstmal den hier. Schauen einfach mal, ob uns das ein bisschen was von der Karte dort aufdeckt. Und bevor wir mit euch dort reingehen, möchte ich eigentlich die hier platziert haben. Und dich, wenn möglich, irgendwo dahinter. Ihr wartet noch. Und du gehst hier mal noch einen ran, dann kannst du nämlich hier Flup. Taoismus. Das dürfte dort ja dementsprechend viel für unsere Religion geben, oder? Sehr schön. So, eine Einheit benötigt Befehle. Wen haben wir denn da noch? Die Ritter. Die Ritter warten auch noch eine Runde, denn noch können wir nicht beschossen werden. Nächste Runde. Was? Aber wir werden uns sicherlich woanders hingehen. Eine Stadt von Peter beendet. Schade, aber auch. Religion gegründet. Handelt in der Religion gegründet. Aha. Das war... Ein Zivilist wurde gefangen genommen. Er hat sich den geholt. Das ist aber jetzt nicht so das Problem. Denn... wir können... Geh du mir doch nicht auf den Kranz. Ich wollte das da oben schon sehen. So. Du willst eh lieber darüber die nächste Stadt noch konvertieren. Solange die das mit sich machen lassen. Und hier werden wir mal ein bisschen mutig und greifen dort mal an. Nehme ich seine Bogenschützen aus seiner Hauptstadt raus. Müssten theoretisch gesehen unseren Missionar befreit haben. Können wir uns noch weiter bewegen? Ja. Die Frage ist, haben wir... Ich glaube, wir haben auf Grasland keine wirklichen Vorteile. Kostspieliger Angriff, ne, das werden wir auch nicht machen. Wir werden aber hier mal das aufbauen. Und du wirst dann nämlich dahinter gehen, um hier prinzipiell Boni geben zu können. Und da dürft ihr euch jetzt verteidigen.
Ihr habt diese Runde keine Möglichkeiten. Ja, du machst da jetzt so gesehen auch nichts. Vielleicht möchte ich dich doch irgendwo lieber woanders haben. Potenzial sehen wir hier überall nicht wirklich. Ich glaube, wir gehen einfach mal dorthin als Spion. Oder Moment mal. Ich glaube, wir gehen mal als Diplomat hin, wenn es das Tourismus gibt. Und vor allem sich auch gerade los, wollte erstmal Schluss machen. Jetzt sind wir schon wieder recht lange dran. Das passiert hier recht schnell. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für die ganzen Tipps, die bisher kamen. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß dran. Und wir sehen uns dann wieder. Ciao, Leute!